So, Freunde der Nacht, ey, wir müssen die X-Einheit holen hier. Und ich bin gerade so ein bisschen am Verzweifeln hier mit dem Spiel. Die Technik spinnt heute ein bisschen. Ich habe Tonaussetzer. Dann ist das Bild ab und zu weg. Alles ziemlich ärgerlich. Wofür brauche ich das Ding? Brauche ich das überhaupt? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da jetzt hochkommen soll. Boah. Keinen blassen Dunst, ey. Da vorne kann ich doch bestimmt hochklettern, aber da komme ich doch nicht bis nach ganz oben, oder? Ich keinen blassen Schimmer. Ich schmeiß das mal runter einfach. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nachher noch irgendwo gebrauchen können. So. So, Freunde der Nacht. Wie gehen wir hier weiter? Das Ding ist das jetzt da. Jo. Können wir mal ein bisschen mehr ranziehen hier. Der Felsen da drüben ist höher. Von dort aus müsstest du seinen Kopf erreichen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Frage ist nur, ob ich da hochkomme. X. Da fliegt mir der Kopfhörer runter hier, ey. So, ich muss mal endlich meinen Kopfhörer wieder richtig aufsetzen, geht ja gar nicht. So. Jetzt stehen wir hier und sind genauso schlau wie vorher. So, gehen wir mal da weiter hoch. Oh Mann, ey, ich muss sagen, diese Klettereinheiten sind echt nicht cool. So, jetzt muss ich hier umgreifen, damit ich da dran komme. Das ist so dämlich gemacht irgendwie. So gewinnt man keinen Blumenpott mit so einem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen. Jetzt. Und jetzt muss ich ja zurückklettern, weil ich wahrscheinlich hier dieses Metallteil brauche oder was. Hä? Ja, was? Ja, schön, mein Freund. Was willst du mir zeigen?
Oh, ist doch jetzt nicht deren Ernst hier, oder? Ich stürze mich jetzt hier einmal runter und hoffe, dass ich dann wieder an dem anderen Punkt rauskomme. Ja, super. Das darf nicht sein. Ja, genau. Jetzt muss ich den auch nochmal machen hier, ey. Leica, brüll! Sag deinem Haustier, es soll den Langhals anknochen. Das könnte klappen. Das kann es nicht. Los, brüll! Geh jetzt! Mir nach! Lass mich dir doch dabei helfen. Komm! Wo ist Leica denn jetzt? Mir nach. Brüll! Komm. Den Befehl kann es nicht ausführen. Los! Wo war die denn, ey? Entschuldigung, Robin. Da. Leica, brüll. Los, brüll. Gut gemacht. Leica, brüll. Es hat aufgegeben. Eine Higgs-Konstruktionseinheit. Sie wird interessante Daten enthalten. Und zwar überraschend einfach zugleich. Unsachgemäßer ja. Gebrauch von DSEF-Eigentum. Ja, Higgs-Einheiten haben viele Funktionen, aber Ernährung ist keine davon. Der Felsen da drüben ist höher. Von dort aus müsstest du seinen Kopf erreichen können. Na los, das arme Ding hat es nicht verdient, als Kaufknochen zu enden. Besser, wir holen es da raus. So, nu. Da stehen wir hier genauso schlau wie zuvor. So. Brüll! Brüll! Etwas weiter. Da kommt es nicht hin. Es hat aufgegeben. Gute Idee. Vielleicht hat er Hunger. Hat aufgegeben. Da kommt es nicht hin.
Ja, total schön. Keine Ahnung, Freunde der Nacht. Hab keinen blassen Dunst, was ich jetzt hier machen muss. Ich habe den Verdacht, dass diese Dinger immer hungrig sind. Findest du vielleicht etwas Appetitlicheres? Ja, was denn? Keine Ahnung, was die von mir wollen gerade. Echt keinen blassen Schimmer. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Riesendino so wenig ist. Ja, ich auch nicht. Diese Higgs-Einheit hat die gleiche Farbe wie die orangefarbenen Früchte. Meinst du, da gibt es eine Verbindung? Orangefarben? Kann ich dir damit helfen? Wir sollten das reparieren. Hey, was? Die orangefarbenen Früchte, was ist das denn? Also ich muss da hinten 30 hinkriegen. Nur 5 von hier abzapfen. Okay. Das ist mal ein kniffliges Puzzle hier. Ach so. Fünf muss ich wegkriegen. Boah, ey. Sagen wir erstmal den hier mit Strom, muss ich sagen. Jetzt wollen wir von da hinten noch ein bisschen. Oh, ich peil's nicht, ne? Ich peil's echt nicht. 12,12. 12,12, okay.
Also ich teile den auf durch 2. Boah, 36. Da muss ich jetzt da noch 5 fahren. So. 10, 5, 5. Okay. So. Jetzt brauche ich hier noch 10. Wenn ich da was herhole, kriege ich 15, ne? So, ausmache ich da wieder zu viel. Ist das schwer. So, 30, den da hinten habe ich aktiviert. Jetzt brauche ich jetzt 10 noch. Wo kriege ich die 10 her? Da kommt 15. Wenn ich den aber ausmache, habe ich da wieder zu viel drauf. Okay, da kommt die volle Suppe an. Ach, keine Ahnung, ey. Wenn hier jetzt 30 ankommen und ich brauche aber nur 15, dann geht das doch nur, wenn ich da vorne überhaupt erst 15 drauf mache, oder? Blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Vielleicht nicht nur darüber gehe, aber es geht auch nicht. Komisch, ey. So, 25, 17,5, 30. Okay. Doof, ey. Mal sehen, ob er die Frucht mag. Dachte ich mir doch. Es war die Farbe. Endlich. Geschafft. Gut gemacht. Schnell, Robin. Scanne die Higgs-Einheit. Wer weiß, ob er jetzt eine Vorliebe für Higgs-Einheiten hat. Alter Schwede. Okay. Konstruktions-Crew-Einheit. Inspektion Esmeralda Brücke. Noch Bilder. Es ist schlimm, Commander. Der strukturelle Schaden ist minimal, doch die Außenhülle des Schiffs wurde elektronisch sandgestrahlt. Ohne eine komplette Reparatur kriegen wir die Funksysteme nie wieder online. Aber es kommt noch schlimmer.
Unsere lebenserhaltenden Systeme sind kurz vor dem Ausfall. Solarpaneele, Wärmetauscherkacheln, Abfallrecycling, Luftfilter. Alles mit einer Verbindung nach draußen ist betroffen. Wir können den Betrieb zum Teil wiederherstellen, aber das hat Folgen. Das Leben auf der Esmeralda wird sich von nun an ändern. Das Leben wird härter werden. Ja. Hat dieser Zwischenfall den Absturz bewirkt? Indirekt. Ja. Wir haben Tyson 3 noch erreicht, aber einige der Probleme wurden nie gelöst. Ja, und jetzt? Ich komme jetzt wieder hier raus. Jetzt komme ich da wahrscheinlich irgendwie raus, denke ich mal. An der Stelle, wo ich gerade war. Hoffe ich zumindest. Hast du das Blinken gesehen? In dem Geysir ist etwas. Sie ist zu schnell, Robin. Wir müssen einen anderen Weg finden, sie rauszuholen. Versuch, sie rauszuschöpfen. Wie beim Fischen. Kommt. Komm, 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 put, 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 put. Das kann ja ewig dauern jetzt, ey. Einfach nur nervig. Okay, X-Scan abgeschlossen. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Den X-Querschnitt. Danke, das habe ich für den Test der Modularrobotik gebraucht. Kein Problem. Wo meinst du, befindet sich das Sarkasmusmodul? Wo meinst du, befindet sich das Sarkasmusmodul? Der Slogan müsste lauten: Higgs zuverlässig, sicher, annähernd erträglich. Okay. Ja, hat sich ja total gelohnt, dass wir das Ding eingesammelt haben. Und nun? Na, und nun? Ich soll jetzt nicht noch rausholen, oder? Jetzt muss ich jetzt nicht hier wieder zurückklettern, oder? Haben die einen an der Schüssel? Boah, ey.
Umgreifen, ne? Ist so sinnfrei. Freunde der Nacht, das geht gar nicht, was die sich hier einfallen lassen, ne? Das geht echt gar nicht. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Oh, ey. Das ist nicht wahr jetzt, ne? Dieser Zwischenfall den Absturz bewirkt? Indirekt. Ja genau, wir klettern ja jetzt nochmal hin und her. Wir haben Tyson 3 noch erreicht, aber einige der Probleme wurden nie gelöst. Kann ich da runter jetzt, ey? Wenigstens. Oder sterbe ich dann auch? Das ist doch nicht wahr, ey. Das darf nicht sein. Hat dieser Zwischenfall den Absturz bewirkt? Indirekt. Ja. Wir haben Tyson 3 noch erreicht, aber einige der Probleme wurden nie gelöst. Ey, sag mal, haben die einen an der Schüssel? So. Boah, Freunde der Nacht, ey. Tapit. Ich meine, so rein atmosphärisch. Du musst einen anderen Weg zurückfinden oder den hier irgendwie fortjagen. Los, brüll! Das schafft es nicht. Geh, 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 geh. Was ist da los? Gibt's doch bestimmt irgendwie Stress oder so. Das Langhalsbaby scheint Probleme zu haben. Meinst du, wir können ihm helfen, Hicks? Ja, wir könnten ihm helfen. Moralisch sollten wir das. Aber ich frage mich, wie seine Eltern reagieren. Hey, ganz ruhig. Du kannst uns vertrauen. Wir wollen dir helfen. Ach, ich doof, ey. Leica, bleib. Da kommt es nicht hin. Ich konnte das doch irgendwie bewegen. Hey.
ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Gehen. Schwere Geburt. Schwere Geburt. Bitte schön. Sicher zurück bei seiner Familie. Eine weitere gute Tat vollbracht. Jo. Aber doll gemacht. Ganz doll. Kam ich denn her hier überhaupt? Ist halt gar nicht mehr. Da, oder? So, okay, das war's wohl, würde ich sagen, mit dem Tarpit hier. Das Teerloch. Wir verabschieden uns von den Brontosauriern hier oder den Pflanzenfressern und werden in der nächsten Folge... Gut, dass du das Baby zu seiner Mutter zurückgebracht hast. Trotz des Risikos hat es mich gefreut, dass sie vereint sind. Du hilfst gern verlorenen Kindern, nicht wahr? Vielleicht können wir einmal hierher zurückkommen. So gefährlich scheint es gar nicht zu sein. Das hört sich so ein bisschen nach T-Rex an, würde ich sagen. So, Freunde der Nacht, wir werden in der nächsten Folge weitermachen, wenn es hier gemeinsam in den Dschungel geht, ja? Bis dahin, alles Gute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, wenn ihr den Channel mögt, ey, abonniert den, liked den, guckt mal in die anderen Projekte rein, die finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen geiler als das hier. Ist in Ordnung, Robinson, aber die Klettereinheiten, die nerven echt, mir ist jetzt auch wieder übelst schlecht geworden. Naja, lasst ein Like da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin, alles Gute, euer Theo da. Ciao, ciao.